Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum letzten Vlog 2020. Wir haben heute den 31. Dezember, also Silvester, und ich mache jetzt, es ist schon früher Nachmittag oder Nachmittag, ich mache jetzt die letzten Vorbereitungen, also sprich Frikadellen und die Eier, die gefüllten Eier. Die Frikadellen habe ich gestern einfach nicht geschafft, mir ging es einfach auch nicht mehr so gut, deswegen habe ich das gelassen. Außerdem frischer, ne, sind die dann besser. Die mache ich jetzt, warum ich gerade ungeschminkt bin, obwohl wir heute ja Silvester haben, weil ich gerade am Fleischwolf 3,5 Zwiebeln hier durchgejagt habe. Ne, dann habe ich ganz schön geweint, muss ich sagen. Und dann, ja, habe ich gedacht, nützt ja nichts, mache ich später. Falls überhaupt, mal gucken. Auf jeden Fall wollte ich jetzt die Frikadellen machen und einen Teil davon auf dem Blech im Backofen und einen Teil ganz normal in der Pfanne. Ja, und ich habe letztens ja Hackfleisch gekauft. Erzähle euch einfach mal jetzt, was ich alles mache. So, ich habe jetzt 1,5 Kilo Hackfleisch und kein Löffel. 1,5 Kilo Hackfleisch. Wie gesagt, hier habe ich 3,5 Zwiebeln, 3,5 oder 4, nicht so große 10 Knoblauch und eine Paprika. Ich habe jetzt eine Paprika noch durchgejagt, weil ich es einfach schöner, leckerer und saftiger finde, wenn noch ein bisschen was anderes an Gemüse drin ist. Letztes Mal habe ich noch Möhren, glaube ich, und Sellerie mit reingemacht. Dieses Mal sind das jetzt tatsächlich nur Zwiebeln und Paprika. Und ich habe zwei Scheiben Toast reingetan. Jetzt geben wir noch, hier habe ich das Gefühl, dass diese Schüssel nicht groß genug sein wird. Ja, besser. So, jetzt geben wir 3 Eier rein. Und da scheiden sich natürlich wieder die Gemüter. Ich mache das so, ihr müsst es nicht unbedingt so machen. Ich gebe ein bisschen Ketchup rein. Man kann auch Tomatenmark geben oder was auch immer. Und Senf. Hier habe ich jetzt nicht mehr viel. Normalerweise so ein kleines Löffelchen, so Teelöffel pro halbes Kilo ungefähr. Deswegen habe ich jetzt noch ein weiteres Gläschen Senf hier, gebe noch ein bisschen was rein, aber nicht zu viel, also wenn ihr das mögt, natürlich so viel wie ihr wollt, ne? Ich mag es nicht, aber es gibt schon so einen besonderen Geschmack im Ganzen. Und wir müssen das Ganze natürlich würzen, das heißt Salz, Pfeffer, Paprikapulver, für mich ein Muss bei diesen. Ich habe mir das heute so gedacht, also mache ich das so. Ich mache die ja jedes Mal anders, wie ihr wisst. Ne? Also ich habe jetzt kein Rezept, bei dem ich immer bleibe. Es wird immer ein bisschen was variiert, aber es ist alles immer selbst gemacht, ohne Tüten. Nur noch vor 10 Jahren habe ich tatsächlich die Knorrtüten dafür genommen. So, das ist jetzt Pfeffer. Und ich gebe jetzt ein bisschen Dill mit rein. Also und das Ganze verknete ich, oh jetzt, von dem Pfeffer in der Nase. Einfach mal vermischen. Ganze Masse miteinander. Man kann das natürlich auch im Mixer machen, in der Bertha. So, und jetzt gebe ich einfach mal Paniermehl rein. Und das verknete ich auch nochmal. Ja, und jetzt mache ich einfach erstmal die auf dem Blech gemacht werden. Können sie schon in den Backofen und ich kann die anderen formen. Und jetzt, ja, das ist einfach, ne,
Die Form ist auch ganz euch überlassen. Ich mache jetzt die vom Backofen etwas länglicher. Die werden auch nicht irgendwo noch paniert oder so. Höchstens mal, wer will, mache ich auch. Zum Schluss mit ein bisschen Öl bestreichen von oben. So, die habe ich jetzt gemacht. So, die stelle ich jetzt beiseite. Die sind fertig. Und für die anderen brauche ich einfach nur Öl in die Pfanne. Da ist die Pfanne, hier habe ich jetzt ein Tellerchen. Und da kommt Paniermehl rein. Ja, und das ist dann auch alles. Ich mache jetzt schon mal die Pfanne an, dann kann es vorheizen. Und ich mache die Frikadellchen. Also die mache ich jetzt rund, denke ich mal. Ja, so. Und wälze die einfach in Paniermehl. Und dann werden sie einfach in Öl gebraten. Und bei sowas eben ist gut, Frikadellen, die schmecken auch kalt, super. Und wer die warm haben will, ich habe die Mikrowelle, zack, reingeschmissen, fertig. Und dazu braucht man auch keine Soße, Senf oder Ketchup reichen. Oder auch Kräuterquark. So, das Öl ist jetzt heiß, also packen wir jetzt die Frikadellen einfach mal rein. Und von beiden Seiten ein paar Minuten goldbraun brutzeln lassen. Mir ist das nicht. Im Hintergrund macht sich mein Mann gerade Tee fertig. Ja. Und ich bastle jetzt einfach alles hier zu Ende. Und die Frikadellen, die in den Backofen kommen, die binden sich gleich ein bisschen mit Öl ein. Und dann, ja, man sieht eigentlich, wenn die fertig sind. Ich habe jetzt noch nie richtig Zeit gestoppt, was das angeht. Wie lange die tatsächlich brauchen, kann ich euch leider nicht sagen. Bei 200 Grad, man merkt das eigentlich. So, die müssen natürlich gedreht werden, ne? Also damit sie von allen Seiten durchgebraten sind. Ich habe jetzt die Abzugshaube angemacht, damit es nicht im ganzen Haus nach Öl und so riecht. Und die anderen sind schon im Backofen. So, aus Sicherheitsgründen machen wir das jetzt so, denn solange ich hier bin, in der Ecke habe ich mir jetzt die Töpfe-Schubladen vorgenommen, weil ich gesehen habe, dass ich von dieser Größe Pfannen, die hier, das sind so diese mittleren, 1, 2, 3, 4, 5 Stück habe. Das heißt, ich habe neue gekauft, alte nicht weggeschmissen. Macht natürlich viel Sinn, ne? Jetzt mische ich einfach mal die Schublade auf und gucke, was ich tatsächlich behalte und was ich wegschmeiße. Und die habe ich schon länger liegen. In einer der Schubladen habe ich das Ding schon drin, ne? Das ist extra dafür gedacht, damit die Schubladen nicht beschädigt werden, ne? Der Boden. Aber die aufzukriegen ist auch nicht so einfach. Ich muss ein bisschen einzeichnen, wo ich das jetzt abschneiden werde. Perfekt. Und jetzt kommen die Töpfe wieder rein. Die standen jetzt nämlich schon so die ganze Zeit. Mich stört nur das mit den Deckeln. Ich weiß nicht, wo ich die Deckel hin machen soll. Ja, die Frikadellen sind fast fertig. Die lasse ich jetzt einfach so stehen und ja, später kann sich jeder bedienen. Ich stelle die einfach mal auf den Tisch. Die eine Schublade, die brannte mir schon länger unter den Nägeln. Jetzt habe ich gedacht, mache ich das jetzt, solange ich hier in der Küche bin. Ich muss sowieso die Tage tatsächlich wieder hier ran und anfangen, alles zu sortieren. Aber nicht mehr in diesem Jahr. Ne, wir haben jetzt ein paar Stunden von 2020. Ich werde auch morgen und übermorgen nicht viel machen, aber kommende Woche dann
geht's hier wieder richtig los. Dann wird wieder auch richtig geputzt und aufgeräumt und ausgemistet und sortiert. Wie ich ja schon längst gesagt habe, ich wollte ja meine Backzutaten und alles sortieren und ausmisten. Haben wir jetzt vor Weihnachten nicht mehr geschafft. Wir haben ja gebacken auch wie bekloppt, ne? Also auch einiges verbraucht. Deswegen machen wir das im neuen Jahr. Vielleicht kommt eine Rubrik oder sowas, Frühjahrsputz, oder ich mache das einfach in normalen täglichen Vlogs, dass ich halt, ne, wie ich vorher auch gemacht habe, putze und aufräume und vielleicht ein bisschen mehr davon. Das müsst ihr mir alles sagen, was ihr sehen wollt. Ne? Ja, ich kümmere mich jetzt hier zu Ende um die Frikadellen. Die sind gleich tatsächlich auch soweit. Ein paar sind ja schon fertig. Ich kann euch zeigen, ich habe die extra nicht so groß gemacht. Kann man besser essen, wenn das keine so riesen Dinger sind. Auf die Hand und fertig. Und dann hole ich alles für die gefüllten Eier und mache die. Nee, ich glaube, die gefüllten Eier mache ich ein bisschen später. Die sollen nicht so lange stehen. Wir müssen heute doch ein bisschen was putzen, fällt mir gerade ein. Ich habe das gestern ja nicht gemacht. Aber es wird nichts gebacken. Ich habe tatsächlich vorhin überlegt, Pfannkuchen wieder zu machen. Wie die Jahre davor. Ich habe ja die letzten beiden Silvester, habe ich ja gezeigt, gefüllte Pfannkuchen gemacht. Herzhafte gefüllte Pfannkuchen und auch süße gefüllte Pfannkuchen. Mache ich heute nicht. Mache ich dieses Mal wirklich nicht. Wir haben die letzten Jahre keine Suppe gehabt. Dieses Mal habe ich ja die Partysuppe gemacht. Deswegen reicht es an Essen. Ich mache jetzt wirklich nur noch die gefüllten Eier und den Kräuterquark. Und das war's. Und die Frikadellen sind schon fast soweit. Und, ach nee, genau. Ich wollte noch die Weintrauben- und Käsespießchen machen. Ein paar. Nicht viele, aber so ein paar Stückchen wollte ich die machen. Und das war's dann auch. Mehr mache ich heute nicht. Das wird auch so reichen. Mal gucken, was wir heute machen. Wir haben eigentlich nichts geplant. Das ist schon ganz komisch. Normalerweise war das wirklich so, fällt mir so jetzt gerade ein, dass Silvester für die Kinder vor allem das Wichtigste war Essen, Ofenkäse und um Mitternacht Feuerwerk. Die haben wirklich immer tagelang schon darauf hingefiebert, dass die nach draußen gehen können, Feuerwerk machen. Wir haben ja nie viel gehabt. Wir haben wirklich nur ein paar Raketen, ein paar diese kleine für die Kinder Tütchen gehabt und das war es dann. Aber wir haben das trotzdem gemacht und bei den Nachbarn mal da und da mitgeguckt. Bei uns ist ja so wirklich alles so weit auseinander. Und dann hat man um Mitternacht sich gegenseitig hier halbwegs, ne, zugebrüllt, frohes neues Jahr und so. Und dann ist man reingegangen. Ne? Aber dieses Jahr, keine Ahnung, was wir dieses Jahr machen. Das entfällt ja alles. Ich weiß auch nicht. Um Mitternacht sich umarmen, gute Nacht sagen und fertig oder wie? Sieht fast schon so aus, ne? Aber ich weiß nicht, wir gucken. Wir haben auf jeden Fall vor, ein bisschen was zu spielen mit den Kindern. Unsere Gesellschaftsbrettspiele, vielleicht was an der Wii. Mal gucken. Der Tag ist ja noch jung. Mal sehen, was da alles noch passiert, was wir heute noch machen. Ich gucke auch, wo ich euch mitnehmen kann. Auf jeden Fall habe ich aber vor, das habe ich schon den Kindern längst versprochen oder angedroht, angesagt, ich schmeiß die gleich alle ein bisschen in Schickimicki-Schale und wir machen Fotos, weil wir an Weihnachten das nicht gemacht haben. Jetzt sind wir alle da, Manuel ist mal ausnahmsweise hier, also möchte ich wieder ein Familienfoto haben. Ich hoffe, dass das klappt, dass wir ein paar schöne Bilder hinbekommen, weil vor allem seine Freundin ja da ist. Sie kann ja die Fotos dann machen in der Zeit. Sonst wäre es ein bisschen blöd mit dem Selbstauslöser und so. Aber jetzt kann ja jemand das von uns machen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, ihr Lieben. Ich habe schon die Frikadellen natürlich längst fertig. Ich habe auch schon das Badezimmer geputzt, hier unten durchgesaugt, ein bisschen was aufgeräumt. Und. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, weil mich vorhin eine Nachricht erreicht hat und ich jetzt die ganze Zeit immer wieder aufs Handy gucken muss. Ja, auf dem Falkhof, also bei meinen Freunden, bei Bremerhaven, ist gerade Aufregung im Gange.
den meine Freundin Christina, Nini, erwartet er Zwillinge, zwei Mädchen. Und wie es aussieht, haben die beiden Mädels sich entschieden, zu Silvesterraketen zu werden. Ja, ich habe von Nachricht bekommen, dass ihr Mann und sie auf dem Weg ins Krankenhaus sind. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Ja. Jetzt warte ich jederzeit auf weitere Nachrichten, ob das jetzt ein Fehlalarm war oder ob wir, ob sie Nachwuchs bekommen. Ich freue mich richtig, bin auch aufgeregt, aber deswegen bin ich auch irgendwie so jetzt, ne, wie aufgezogen. Ne? Also ich kann mich nicht einfach hinsetzen und ausruhen. Wenn ich jetzt nicht hier schon eigentlich genug zu futtern hätte, würde ich jetzt auch noch backen. Aber das lasse ich lieber sein, sonst erschlägt mich irgendwann mal meine Familie, weil die müssen das ja irgendwann mal auch alles essen. Aber die gefüllten Eier, die mache ich trotzdem. Die waren ja schon geplant und alles dafür vorbereitet. Und wir machen die jetzt. Aber die sind wirklich ganz simpel. Ich mache die einfachste Variante, die ich auch mal mache immer wieder. Und die zeige ich euch einfach mal. Ja, hier habe ich Eier, gekochte Eier, die habe ich halbiert und Eigelb rausgeholt. Und jetzt kommt da wirklich sowas von unspektakulär einfach nur Schmand rein. Salz und Pfeffer. Ein bisschen Knoblauch als Pulver, weil man wirklich nicht so ganz gerne auf ein ganzes Stück Knoblauch drauf beißen möchte, und ein kleines bisschen Dill. Das ist alles. Mehr mache ich nicht. Man kann natürlich alles Mögliche machen. Manche machen noch Lachs und Kaviar, was weiß ich. Ich mache das heute jetzt alles nicht, obwohl mit Lachs klingt interessant, aber ich habe gar keinen Lachs da. Und jetzt zerstampfe ich das Ganze. Man kann es natürlich, um noch homogenere Masse zu haben, mit Stadtmixer oder sowas machen. Das mache ich jetzt nicht. Aber mir ist die Masse jetzt ein bisschen zu fest noch. Ich hole noch ein bisschen Schmand. So, noch ein kleines bisschen Schmand. Auch Salz und so ist perfekt. Und jetzt ist es ganz einfach. Man nimmt einfach nur eine Hälfte und macht das Ganze einfach wieder rein. Und ein bisschen so mit Häufchen. Man kann das natürlich noch schöner machen, indem man es in einen Spritzbeutel reinfüllt und dann so schön drauf spritzt. Ne? Aber ne, mache ich jetzt nicht. Und so sieht es dann aus. Meine Familie liebt es, einfach mal so oder mit einem Stück Brot. Und ich werde ja eh noch Baguettes, so einen Steinofen-Baguettes in den Ofen schieben. Deswegen passt es. Die Partysuppe wurde schon aufgewärmt teilweise. Manuel hat sich was schon gemacht. Man kann es auch hinterher obendrauf mit irgendwas Grünem, halt, ne, noch Dill oder sowas, Schnittlauch bestreuen, wenn man was Frisches hat. Mit getrockneten hat das keinen Sinn. Sieht nicht so schön aus. Und frischen habe ich nicht. Man könnte gefrorene nehmen, aber das sieht, glaube ich, ist auch nicht so das Wahre. Das Ei lasse ich erstmal, das ist nicht so schön. Und so sehen die aus. Total unspektakulär. So, ihr Lieben. Es ist jetzt Abend. Ich habe schon den Ofenkäse im Ofen. Die Suppe wird aufgewärmt. Alles andere steht auf dem Tisch. Wir machen diesmal nicht so was Besonderes. Einfach nur, ich stelle es einfach so, wie es ist. Kein richtig schickimicki Geschirr oder so. Ganz normal unser alltägliches Geschirr stellen wir drauf auf den Tisch und
werden jetzt ja, den ganzen Abend eigentlich uns nur vollstopfen, essen. Ja, essen, 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 wenn schon nichts anderes mehr da ist, wie Raketen. Spielen, wir werden spielen. Wir haben gerade Fotos gemacht, deswegen sehe ich auch so wunderhübsch aus. Ja, das war auch lustig, hätte ich eigentlich die Kamera laufen lassen sollen, aber ein paar Exemplare, Gattung Kinder, wollten das nicht. Also habe ich jetzt Fotos nur, die werde ich einfach mal an das Video dranhängen und auch auf Instagram und Facebook werdet ihr ein paar davon zu Gesicht bekommen. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Wir werden jetzt einfach den Abend im Familienkreis genießen und das wünsche ich euch natürlich auch. Ich weiß ja nicht, wann das Video jetzt online kommt, ich denke erst die Tage. Aber jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick gehabt, was es hier so zu Silvester alles gab. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start ins neue Jahr. Rutscht gut rein, ihr Lieben. Ich wünsche euch das allerbeste, vor allem natürlich Gesundheit. Das ist das Wichtigste überhaupt, was wir besitzen oder haben können. Und das kann man nicht für Geld kaufen, logischerweise. Und das wünsche ich euch allen. Und ich hoffe auf ein neues, schönes Jahr mit euch zusammen. Und ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.